dieses Mal wird das Food Diary richtig, richtig interessant, aus dem einfachen Grunde, weil ich heute losfahre und ja, quasi on the road mich ernähren muss und das nicht nur für einen Tag, sondern für erstmal unbestimmte Zeit. Ich möchte ja den Weihnachts- und Silvestertrubel so ein bisschen entfliehen, irgendwie ja, einfach mal so ein bisschen rumfahren und ja, dann werde ich jetzt einfach mal meine letzten Sprossen ernten und dann werdet ihr sehen, was ich so on the road esse und ja, das wird sich auf jeden Fall ändern. Also das ist meistens so. Und von daher, ja, seid gespannt. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt wieder eine Woche lang mit. Und auf geht's. Quasi die abgeernteten Sprossen. Das ist hier Rucola. Das sind Mungbohnen, sind da auf jeden Fall. Hier unten noch welche drin. Ein paar Linsensprossen sind da dabei. Ein bisschen Kresse. Ja, das ist sozusagen das, was jetzt quasi mitkommt für ja, heute. Mehr wird's nicht. Und hier sind dann schon die nächsten. Die Gläser nehme ich mit. In dem, ja, passen halt 6 Gläser rein. Ich werde einfach 4 Gläser immer reihenweise machen. Dazu habe ich noch einen Kanister Wasser, den ich dann nutze, um halt die Sprossen auch unterwegs immer zu wässern und so weiter. Und ja, das, so sieht's aus. Das ist mein Start. Erste Mahlzeit des Tages gibt es einen Sprossensalat mit Sonnenblumenkernen und danach gibt es noch Chia-Samen. Da ist ein bisschen Stevia drin. Und haben wir noch einen gemacht? Ja, eigentlich ist noch Stevia bis jetzt drin. Eigentlich sollten da noch irgendwann mal Früchte rein. Aber ich habe ja noch Kakis gekauft. Vielleicht kommt noch ein paar Kakis rein. Auf jeden Fall werde ich jetzt ja, mein erstes Mal zu mir nehmen. Und jetzt gibt es wieder was von diesem Chia-Pudding und Kakis. So, und jetzt ja, schon gegen Nachmittag, würde ich sagen, gibt es jetzt einen selbst geschnippelten Salat mit Kohl, Möhren, Linsensprossen, Sojasauce und Sonnenblumenkern. Ein kleines Update, erstmal kurz hier, wo ich gerade bin. Ich bin auf einem Rainbow Crystal Land, so sagt man immer, willkommen ist hier in Kassel. Und ja, ich hatte jetzt so die erste Nacht geschlafen und hier. Und die Sprossen waren bei mir, aber es war ja sehr kalt. Und Sprossen wachsen natürlich nicht bei Kälte. Ja, und entsprechend hat sich da jetzt gar nicht so viel getan über die Nacht. Das heißt, mit dem On the Road funktioniert, wenn ich bei Menschen schlafe, die oder generell irgendwo bin, wo es warm ist. Wenn es kalt ist, wird das wahrscheinlich mit den Sprossen nichts. Da muss ich dann halt tatsächlich ohne Sprossen auskommen und ja, nur mit Obst und Gemüse. Das wäre halt schade. Aber das ist so die erste Erkenntnis, will ich gleich in dem Video noch teilen, weil ich das Video jetzt erst hier schneide in dieser kleinen Idylle hier in Kassel, mitten in Kassel. Also wenn ihr in Kassel seid, kommt mal beim Boba vorbei, hier ist jeder willkommen. Und ja, echt total schön hier. Gut, ja, jetzt aber zurück zu den Sprossen. Jetzt ist morgen und ich bin hier, ja, schlafe hier in so einer in so einer Kammer, also auf dem Rainbow Crystalland von einem Boba, von einem Freund in Kassel. Und ja, ich habe jetzt gerade, da entstehen meine Sprossen, die leider der Kälte nicht so gut keimen. Und da muss ich halt sehen, wie ich das mache. Und ich habe jetzt noch was von meinem Chia, Chia mit Wasser. Und das werde ich jetzt zum Frühstück essen. Und ja, dann werde ich schnell vorbereitet hier. Das ist mein Arbeitsplatz. Hier kommt dann das Handy rein und das ist dann die Tastatur. Und ja, und dann werde ich mich an die nächsten Videos machen. Ich habe schon einige schöne Ideen und freue mich da schon drauf. Der Morgen startet mit, ich hoffe man hört mich, mit 4 von diesen leckeren Kakis. Gestern Abend übrigens, schalt mal um. Gestern Abend übrigens gab es eine, war ich im Bauwagen von jemandem eingeladen. Ich habe frühs halt die, diesen, was ich hier auch wieder gemacht habe, ja, Chia Pudding, ich weiß nicht wie das heißt, soll ich das Chia Pudding nennen? Egal, Chia Ding und ja, und den ganzen Tag nichts gegessen und abends oder nachmittags haben wir dann eingeladen zum Bauwagen und da hat jemand dann extra für uns vegan gekocht. Und da waren noch ein paar andere Leute da und ja, hat einmal eine riesen Gemüsepfanne gemacht
Und ja, die gab es dann. War gestern echt wenig, also ich merkte es sofort. Ich habe jetzt, wie gesagt, 4 Kakis am Essen. Aber gestern war ja, ein ziemlich enger Tag. Also da gab es wirklich Frust, Chia und abends noch eine Gemüsepfanne. Das war zwar viel, aber kalorientechnisch für mich wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig. Und ja, aber so ist das manchmal auf Reisen. Aber ich bin froh, dass es halbwegs so alles noch gut geht. Also mit gekochter Nahrung komme ich wunderbar klar. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Schlimmer wäre es dann halt tatsächlich, ja, wenn ich jetzt irgendwelche süßen Teilchen beim Bäcker hole oder sowas. Also da, das muss nicht sein. Gut, Problem mit den Sprossen ist nach wie vor da, weil ich halt nicht viel mit dem Auto unterwegs bin. Jetzt, heute fahre ich wieder ja, ein Stück weiter. Mal gucken, ob ich irgendjemanden treffe oder irgendwo schlafe oder einfach nur draußen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, heute Morgen, der dritte Tag, gibt es 4 Kakis zum Frühstück. Nach dem reichhaltigen Frühstück ist es jetzt 16 Uhr. Ich habe ein bisschen mitgeholfen, Holz ranzutragen und habe eine Dokumentation oder ein kleines Interview geführt mit dem Boba, dort wo ich jetzt bin. Das seht ihr dann auch irgendwann. Und ja, vor lauter Arbeit kommt man halt nicht zum Essen. Aber jetzt gibt es noch den Kohl, die Sonnenblumenkerne und ein paar von den Sprossen, die nicht weiter wachsen, aber ein paar sind ja noch da gewesen. Mal sehen, ob ich heute Abend ein warmes Blitzchen finde, wo die Sprossen ein bisschen gehen können. Genau, dann werde ich noch vielleicht noch eine Möhre oder so unten reinschneiden oder ein paar getrocknete Tomaten. Und ja, mal sehen, ob mich das dann über den Tag bringt. Ich werde auf jeden Fall noch mal aus meiner Flasche trinken, die ich suchen muss, wo ich Chiasamen eingeweicht habe. Das wird jetzt auch noch. Und dann mal gucken, wie es dann so ist. Heute Abend gehe ich zum Weihnachtsmarkt in Kassel. Naja, mal schauen, ob wir da schwach werden. Was heißt schwach werden? Ob ich da Bock habe auf was, und dann esse ich auch. Ansonsten ist es das erstmal jetzt für jetzt erstmal gewesen. So, Weihnachtsmarkt, und das sind 100 Gramm gebrannte Macadamia-Nüsse. Ja, ich habe es kommen sehen. Aber ich habe auch richtig Hunger jetzt. Es ist gerade blöd, dass ich am Weihnachtsmarkt bin. Na, mal gucken, wohin das noch führt. Ja, ich bin jetzt im Auto, esse mein Frühstück. Das sind Kakis und das war vorher der Chiasamen. Und ich gucke nicht in die Kamera, weil das ist gegen die Straßenverkehrsordnung. Ich tue so, als ist es einfach so. Und bin ganz dankbar, weil ich habe einen Tramper mit aufgenommen, der jetzt gerade filmt. Und daher kann ich auch im Auto, während ich fahre, ein kleines Food Diary machen. Es gab Chiasamen eingeweichte wieder aus meinem Wasser mit Chiasamengemisch. Und jetzt gibt es ja, Kakis oder Persipone stand da. Und die sind leider ein bisschen bitter, ist nicht so schön, schmeckt nicht so gut. Aber naja, das ist jetzt mein Frühstück, mal sehen, wie der Tag heute läuft. Ich schaue nicht in die Kamera, das habe ich doch getan. Und ja, und mal gucken, ob es heute ja, roh bleiben kann. Ja, können tut es eigentlich immer, aber oder ob irgendwelche bösen Einflüsse kommen heute wieder on the road, ja, die mich dazu verleiten, irgendwelche leckeren, besonders leckeren gekochten Sachen zu essen. Wir werden es sehen, der Tag geht weiter. So, ich war gerade in einem Bioladen, um mir ja, frische Mungbohnen für meine Sprossen und Buchweizen zu kaufen. Und da habe ich einen Dinkel-Vollkorn-Pekanuss-Brownie. Ja, das ist halt ja, nur hochwertige Zutaten, ist natürlich nicht Rohkost, aber das so tue ich sozusagen mir, dass ich heute Abend nicht wieder irgendwie einen Blödsinn esse, einfach mal so zwischendurch mal so eine Spezialität gönnen und war auch nicht ganz ja, preiswert, sage ich mal. Vielleicht doch, es ist wahrscheinlich sehr preiswert, aber naja, hat halt 1,90 Euro gekostet. Ja, wir sind hier bei einem Bioladen, das ist in der Nähe von Bochum, glaube ich, und da bin ich jetzt gerade und genau, mal sehen, wo es mich heute Abend hintreibt. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal, es ist so mittlerer Nachmittag, einen Brownie. So, ich bin jetzt wieder ja, in einem warmen Heim einer, ja, eines lieben Menschen und ja, und jetzt mache ich mir hier einen Salat mit ganz vielen Nüssen und dann habe ich hier Blumenkohl, Paprika, eine Zitrone, da hier gerettete Möhren, die habe ich containert und ja, die Mungbohnen, Sprossen werde ich neu ziehen. Hier habe ich, das werde ich jetzt nicht essen, hier, Kichererbsen, aber die sind auch, sozusagen, gerettet. Und ja, da wird die Gurke und da wird ein richtig großer Salat raus und den lasse ich mir dann gleich schmecken. Meine Sprossen habe ich übrigens jetzt auch wieder
jetzt hier, durfte ich hier hochstellen und gesagt, ich werde hier vielleicht ein paar Tage bleiben, bis zu 2-3 Tage und dann kann ich jetzt hier meine Sprossen wieder weiterziehen und dann werden wir mal sehen, ob das quasi, ja, ob ich dann jetzt heute, ja, dann ganz wie, quasi fast wie zu Hause normal essen kann und es wäre total schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist jetzt Mittag und ich mache mir jetzt den Salat und freue mich. Und zum Abend gibt es einen ja, durchaus überschaubaren Teller von Reis und Asiagemüse mit, ich glaube, da ist sogar Tofu drin. Kann, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber das hat mir meine Gastgeberin hier kredenzt. Das habe ich natürlich dankbar angenommen. Und ja, da bin ich heute mit dem großen Salat und diesem kleinen Teller am Abend echt gut unterwegs. Freue mich und hoffe, der Tag ist hiermit beendet. Sollte noch was kommen, dann würde ich das natürlich noch mit abfilmen. Aber ich denke, das ist heute gewesen. Und jetzt am Abend gibt es doch noch 4 von diesen leckeren Kakis. Und eventuell noch ein paar Datteln. Das muss ich sehen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich ziemlich hungrig. Und ja, werden wir jetzt trotzdem jetzt noch ein bisschen was Süßes einverleiben. Dann noch ein bisschen Gitarre spielen, dann ins Bett gehen. Sehr schön. Und der Tag beginnt hier mit einer sehr preisgünstigen Mischung zwischen Bohnen, Sauerkraut und Räuchertofu. Das sind noch mit Zwiebeln angebraten, bisschen Salz, Pfeffer noch drauf, ein paar Kräuter. Und ja, da habt ihr hier eine richtig große Mahlzeit, wirst richtig satt und wahrscheinlich für unter 1 Euro, je nachdem, was ihr kauft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier noch gut erkennen kann. Zum Abend gibt es jetzt eine Gemüsesuppe. Das sind einfach nur Gemüse gekocht zu einer Suppe, ein paar Gewürze dran und ja. Das ist ein Abendbrot und dazu gibt es so ein Naanbrot, so indisches Naanbrot. Und ja, dann geht wahrscheinlich irgendwann mal wieder ins Bett. Zeit und es gibt wieder einen Sprossentopf und es ist mein letzter Tag hier in der Wohnung und ja, jetzt bin ich wieder draußen angewiesen darauf. Jetzt bin ich wieder darauf angewiesen, dass ich ja, die Sprossen, die ich jetzt gezogen habe, auch wieder ein Stück reichen, weil wachsen halt leider nicht im Auto und vielleicht, ja, wenn ich lang genug fahre, lang genug warm ist, aber das ist, ah, ich fahre jetzt nicht nur, damit die Sprossen wachsen, sondern kaufe ich mir Sprossen oder wechsle halt wieder ganz normal zu anderen Lebensmitteln und ja, auf jeden Fall geht es jetzt wieder on the road und ja, ich bin sehr gespannt. So, jetzt ist morgen und es gibt eine große Schüssel voll verschiedenster Sachen. Möhren, Tomaten, Mungbohnensprossen, Porree und getrocknete Tomaten, Kürbiskerne, Öl, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und viel Liebe. So, jetzt gibt es hier Kaki. Und der Patrick hat mir gerade erklärt, oder heißt gerade, wir waren gestern zusammen einkaufen und haben ein kleines Video gemacht, so woran man oder was er für Obst und Gemüse kaufen würde und so weiter, schaut er gerne auf seinen Kanal Rohvegan am Limit vorbei. Der hat mir gesagt, wenn du die hier nicht einfach rausziehen kannst, so mit dem Finger, dann solltest du die Kaki nicht kaufen. Ich habe bisher eher so auf die Dunkelheit und auf die Farbe geachtet und ja, das ist kein so guter Ratgeber. Von daher, ja, er hat tatsächlich gesagt, wenn die hier so rausgehen, dann sind sie perfekt. Und naja, aber ich glaube, das gehen die wenigsten davon mal abgesehen. Aber nur so, dass ihr es wisst, jetzt gibt es auf jeden Fall Kacke, das sind 2 und es gibt jetzt locker so 6-7 Stück und da freue ich mich schon total drauf. So, jetzt ist Abend und wir haben uns hier 2 epische Salate gemacht. Grundsätzlich sind da ganz viele Sprossen dran. Hier ist noch irgendwas Ekliges, das hat jemand gemacht, das tun wir mal beiseite, das ist keiner. Auf jeden Fall, das sind alle möglichen Sprossen, Linsensprossen, Mungbohnensprossen und Buchweizensprossen, die ich immer mit habe. Dazu Paprika, Oliven sind dabei, Kichererbsen, dann Brokkoli, Champignons, auf jeden Fall total viele leckere Sachen. Hier, den haben wir ein bisschen so mit dem Dressing gemacht, mit Leinsamen und Knoblauch und so ein bisschen so die fettige Variante. Dafür halt auch viel Omega-3-Fettsäuren und das ist hier so die klassische Variante mit Öl, Essig und Salz und Pfeffer. Ein bisschen Basilikum noch dran. Der Apfelessig ist übrigens der einzige, den ihr in Rohkostqualität kaufen könnt. Den hier, der ist jetzt zwar nicht Rohkostqualität, aber da müsst ihr gucken, Rohkostessig mit Mutter, so heißt der. Und dann habt ihr wirklich auch Rohkostessig, wenn ihr das wollt. Aber naja, müsst ihr selber entscheiden. Und ich habe schon die erste Portion gegessen und das nicht kaufen hier. Nicht nur, weil es ökologisch bedenklich ist, sondern weil auch mit dem Fett und so weiter, das ist nicht cool. Und abgesehen, wusstet ihr, dass Avocado wörtlich übersetzt
Hoden heißt. Das sieht man nämlich auch aus wie ein Hoden. Das kommt aus dem Aztekischen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Hoden essen, ich nicht. Ja, ihr Lieben, das war das Food Diary. Und das war auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes. Und ich bin relativ sicher, dass das interessanter ist als ein normales Food Diary zu Hause. Und werde das auch weiter fortführen. Hier neben mir ist ja hier meine Ernährungskiste quasi. Daran ändert sich erstmal nichts. Und ups. Und ja, lasst mir trotzdem einen Kommentar, ob euch das so gefallen hat. Und ja, ob ihr da was mitnehmen konnte, Tipps, vielleicht ist immer noch, wie gesagt, ich bin selber jetzt noch ein bisschen am Schauen, wie ich das alles optimieren kann, mit den Sprossen und so weiter, mal gucken. Ja, ja, auf jeden Fall Kommentar und wir sehen uns dann beim nächsten Food Diary, also es geht weiter.